meinem Projekt drucke ich mit einem 3D-Drucker einen Ironman-Anzug. Ich habe schon 1,5 Helme und einen Handschuh mit dem 3D-Drucker gedruckt. Ich habe auch elektrische Teile eingebaut, zum Beispiel hier oder hier. Ich habe im Internet verschiedene 3D-Druckmodelle herausgesucht, bis ich dann das passende gefunden habe. Ich habe verschiedene Filamente ausgesucht und PLA war das Beste von allen. Manche Teile waren zu groß oder zu schwer für den Drucker und so wurde der Druck oft automatisch abgebrochen. Nach mehreren Versuchen war der erste Helm fertig und danach haben wir ihn zusammengeklebt und Sonnenbrillengläser als Augen benutzt. Der Handschuh wurde aus 14 kleinen Einzelteilen gedruckt. Danach habe ich ein LED-Pad eingebaut und es mit einer Batterie zum Leuchten gebracht. Bei größeren Helmteilen ist es wichtig, dass sie nicht vom 3D-Drucker rutschen. Wir haben ausprobiert, mit wie viel Kraft man sie von dem Blatt runterbekommt. Während dem Projekt habe ich viel über 3D-Drucker gelernt. Wie man sie einstellt, wie man das Filament wechselt und wie man komplexe Teile druckt.